Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Warships zusammen mit eurem Rio. Und der liebe Grimmi ist auch mit dabei. Hallo. Hi. Ansonsten noch zu Gast im Channel der Flo, richtig? Genau. Ja, der ist auch noch im Channel, also falls ihr im Hintergrund hört, der spielt nächste Runde mit, diese Runde nicht, weil er keine Sims hat. Kurz zur Sims, die fahren wir heute. Zum ersten Mal seit der Open Beta, also in der Closed Beta, habe ich ja schon ein paar Mal gespielt. Ein Schiff, was es so an sich aktuell nicht mehr im Shop zu kaufen gibt, weil es eines der Vorbestellerschiffe ist. Wargaming hat damals propagiert bzw. geäußert, dass es wohl für ein Jahr so bleiben wird. Wird sich zeigen, ob das der Wahrheit entspricht. Aber aktuell gibt es sie eben nicht mehr käuflich zu erwerben. Und später dann wohl immer nur noch zu bestimmten Anlässen. Also wer die Chance verpasst hat, sich dieses Schiff vorzubestellen, der wird so schnell wahrscheinlich nicht in den Genuss kommen, dieses Schiff zu spielen. Aber was ist die Sims überhaupt? Wir haben hier einen Zerstörer der Stufe 7, wie es bei Zerstörern üblich ist. Relativ wenig Trefferpunkte dafür. Was soll man sagen? Die Artillerie, 427 mm Kanonen. Das Besondere dabei ist aber, dass sie sehr, sehr schnell feuert. Also die Sims kann man eigentlich, habe ich damals in der Closed Beta schon mal gesagt, als Kanonenboot bezeichnen, weil dieses Teil alle paar Sekunden wirklich die Dinger raushaut ohne Ende. Torpedos hat es natürlich auch, wie es sich für einen Zerstörer gehört, und zwar 2x4er Torpedorohre. Das sind also 8 Torpedos, die gleichzeitig ins Wasser gelassen werden können. Jeweils zu beiden Seiten abschießbar. Das geht hier ganz gut. Ein bisschen Flak hat sie auch. So viel. Bitte? Ohne Flaks? Sorry. Ah ja, ein paar Flaks hat sie auch. Sogar so viele Flaks, dass man damit durchaus auch mal ein Flugzeug vom Himmel holen kann. Wir haben beispielsweise 4 127 mm Kanonen, die nach oben reichen. 2 20 mm und 4 12,7 mm MGs an der Stelle. Manövrierbarkeit ist, würde ich fast sagen, mit sogar eine der besten Werte, die es im Spiel so gibt. Wendekreis 500 Meter, 40 Knoten fast schnell, eine Ruderstellzeit von 3,5 Sekunden, also das Ding ist wirklich wie ein Motorboot auf dem Wasser. Verborgenheitswert dafür nicht ganz so hoch im Vergleich mit anderen Zerstörern. Ich habe mir das Ding ein bisschen angepinselt und würde sagen, wir können einfach mal in das Spiel gehen. Grimmi, du bist ja auch noch da, ne? Ja, bin ich. Ich habe dich nur zum Kommandanten gemacht. Wunderbar, ja, deswegen konnte ich gerade reinklicken. Ja, ansonsten Sims im wahren Leben, sage ich mal. Was ist da die Sims? Was war die Sims? Die Sims war tatsächlich eine Schiffsklasse. Ist ja oft so gewesen, dass Schiffe, die diesen Namen tragen, eine Klasse begründet haben. Also es gibt tatsächlich ein Schiff, was Sims getauft wurde. Und dieses Schiff war dann quasi die Begründerin, sagt man das? So bei Schiffen? Ich glaube schon. Der Sims-Klasse. Also damit wurde die Sims-Klasse eingeläutet. Und es war eine Zerstörerklasse im Zweiten Weltkrieg. Wem würde es wundern? Wir sind ja hier im Wargaming World of Universum. Also muss das ja auch ein bisschen was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Ja. Die Sims an sich wurde übrigens, also die erste Sims, die es so gab, die diese Klasse begründet hat, die tatsächliche Sims, wurde übrigens auch versenkt. Also die ist untergegangen. Ein paar andere hatten da mehr Glück. Da gab es noch ein paar andere Schiffe. Ich glaube, gut und gerne wurden von der Sims-Klasse bestimmt 10 Zerstörer oder so in Dienst gestellt. So im Schnitt. So. Und wofür waren Zerstörer im Zweiten Weltkrieg gut? Natürlich. Zerstören. Genau. Zerstören. So kann man das sagen. Ich gehe zum Captain B. Ich würde auch zu B fahren. Wir sind auf der Map Zwei Brüder. Eine ganz nette Map. Zwei Brüder, kann man sich schon denken, warum die Map so heißt. Wegen der beiden sehr prägnanten Inseln hier auf der Karte. Finde ich übrigens auch ganz schnieke, die Map. Gefällt mir ganz gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass man auf dem in dem Spiel oder hier bei den Maps auch so ein bisschen Map-Art reinbringen kann, beziehungsweise dass die Maps sich spielerisch auch so deutlich unterscheiden können. Hier ist aber tatsächlich möglich. Bum bum. So.
Wir gucken uns hier nochmal von nahen an mit der schönen Tarnung hier. Ah, richtig schickes Schiff, oder? Ah, oh, geil, ne? Oh, geil. Ich mag Bei es. mir ist es an der Seite angerostet. An der Seite angerostet? Ja, an der linken Seite ist bei mir rostig. Da machst du Klarer was falsch. Qualitätsfall. So, Richtung D. Grimmi ist da auch schon unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erklärt habe. Ich meine nicht, weil es die erste Runde mit einem Zerstörer ist. Ich kann Zerstörer übrigens auch nicht so gut spielen. Ich werde vermutlich, selbst wenn die Folge nicht so extrem gut wird, sie hochladen. Einfach aus dem Grund, weil ich die Sims mal erklärt haben möchte, beziehungsweise mal vorgestellt haben möchte, so als Vorbestellerschiff. Ich bin selbst aber ein ziemlicher Zerstörer-Noob. Irgendwie habe ich da echt das schlechte Timing für. Aber ich habe es, glaube ich, noch nicht erzählt, was den Motorboost angeht, beziehungsweise die Nebelwerfer. Aus der Closed Beta kennt man das noch, dass die Fähigkeiten ein bisschen anders waren. Ich glaube, der Motorboost, den gab es auch nicht als diesen Verbrauchsgegenstand, beziehungsweise in Anführungszeichen Fähigkeit. Sind eigentlich Verbrauchsgegenstände. Ich sag nur mal Fähigkeit, weil sie an die Schiffsklasse gebunden sind. Also man kann einen Kreuzer nicht mit einem Motorboost spielen. So, in dem Sinne, sage ich mal. Zumindest ist das aktuell nicht möglich. Wer weiß, was sich Wargaming da ausdenkt. Ja, und das ist jetzt hier quasi auch eine aktive Fähigkeit neben dem Nebelwerfer für... Alter. Was machst du denn? Ja, ist okay. Du musst auch nicht vom Gas gehen. Ey. Was für ein Held. Ich bin ja schon halb tot. Und ich kann keine Torpedo schießen. Wegen der Atago da. Ist natürlich wieder der Knaller. Ja, die Torpedoreichweite ist übrigens extrem gering leider bei dem Teil. Ist ein bisschen schade. Dafür ist die Kanonenreichweite ziemlich gut. Ihr seht das, ja? 12,5 Kilometer. Und damit kann man dann richtig schön Schiffe ärgern, weil man alle 3 Sekunden hier einfach mal raushaut. Ihr seht das. Bams. Und wenn man ganz lustig ist, macht man so hier. Ja. Uhuhu, Torpedos. Das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ah, ich werde mal ein bisschen weiter drauf schießen. Einfach so ein bisschen random. Selbst wenn ich nicht gerade so viel treffe. Das ist da hinten übrigens eine Colorado. So. Fahren noch schon 9 rum. Die Belgien und die Iowa. Bitte? Wir fahren noch schon 9 rum in dem Gefecht. Ja. Die Belgien und die Iowa. Die Colorado ist doch ein 8er, oder? Ne, 7er sogar. Ne? So. Ich drehe mich nochmal da so ein bisschen in die Richtung, um den weiter unter Feuer zu nehmen. Ihr seht, was da alles angeflogen kommt an Projektilen. Eigentlich schießen gerade hauptsächlich Grimmi und ich auf den. Also ich jetzt gerade nicht mehr. Bis eben noch ein Kreuzer da hinten. Bitte? Nee, ist auch zu weit weg. Ja, ich werde jetzt auch nochmal nahe näher ranfahren. Irgendwas ist hier gerade drin, ne? Ich mach mal Nebel an. Um eine kleine Nebelwand zu erzeugen. Aktuell weiß ich nicht, wo hier irgendwas steht. Da ist was. Ja, dummerweise. Oh mein Gott! Renn, Rio, renn! Bin schon dabei. Ich renn so schnell wie möglich. Ja, scheiße, ich bin da voll. Ja, ich bin voll falsch reingefahren. Tja, das war's schon für mich. Aber meine Torpedos kommen, glaube ich, noch an. Ja, doch. Bäm. Und... Ja!
Ja! Das besser krieg ich's nicht hin. Ey, sogar zwei Achievements. Aber das ist totales Gemetzel gerade hier leider. Also die machen uns richtig nass. Zerstören Sie ein gegnerisches Schiff mit einer einzigen Artilleriesalve, Torpedosalve oder Flugzeugattacke, die 50% der Ausgangs-TP des Schiffes übersteigt. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Naja gut. Krimi lebt immerhin noch. Und ich habe D verteidigt. Das ist doch auch mal was. Ich habe den einzigen Abschluss bisher, den wir im Team gemacht haben. Es ist auch klar verloren. Aber zumindest habt ihr die Sims mal in Action gesehen. Also sie ist schon spaßig. Ich spiele sie eigentlich auch ganz gerne. Ich kann sie halt nur nicht so gut. Vor allem, weil die Torpedos nicht so eine hohe Reichweite haben. Da hätte ich gerade überhaupt nicht gedacht, dass da so viele dahinter stehen und dann auf einmal irgendwie drei Schiffe auf mich ballern. Ja. Grimmi zeigt hier nochmal, was für eine geile Feuergeschwindigkeit das Schiff hat. Hallo. Geht auch in ein Loch hier rein. Bitte? Och, ich bin hier nur, weil ich nette Menschen zu unterhalten suche. Ja, die findest du hier nicht. Oh, warte, ich hab dich nicht erreicht. Grimmi, Torpedos vor dir. Ah, die sind weg. I don't give a shit. Der hängt fest. Du kannst Torpedos raufziehen. Oh, die 6 Torpedos. Die 8. Wie sie da jetzt entlang fliegen. Hast du sie hoffentlich ein bisschen gestreut? Ja. Weil du musst nur ein Torpedo mit treffen auf so ein Teil. Wenn du sie ein bisschen gestreut hast, dann kommt er da nicht weg. Ah. Nee, kommt da weg. Ich hab einmal echt ein paar Zwischen. Doch, der eine könnte treffen. Oh ne. Lol. Krimi, genug. Er stand. Er stand still. Okay, Grimmi kann Zerstörer noch schlechter als ich. Immerhin lebe ich noch. Du triffst ja nicht mal von 2 Kilometern. Sagt er und starb. Leck mich doch. Ich bin immer noch der Einzige, der jemanden umgebracht hat in diesem Spiel, in dieser Runde. Vielleicht spiele ich Zerstörer doch besser als ich dachte. Denn bisher konnte ich das, was alle anderen in diesem ganzen Spiel bisher noch nicht konnten. Nämlich? Einen umbringen. Ein Schiff versenken. Hm. Boah, Alter. Die Atlanta haut aber da raus. Tja. Gehen jetzt alle nacheinander drauf. Da sind mal wieder die richtigen Spezi-Schlachtschiffe, die ganz weit am Rand entlang dümpeln. Da hinten ist noch ein richtig guter Typ. Schnell weg. Aber das wäre nochmal die Möglichkeit, sich die North Carolina anzugucken. Die sieht ja echt cool aus. Die sind dreifach hoch. Ja gut, Dreifachrohre haben, glaube ich, auch die Japaner später. Das sieht irgendwie cool aus. Also einen riesengroßen Kanon. Jo, dort war's schon. Vorbei, die Rund. Irgendwie habe ich es aber geschafft, der Beste im Team zu sein. Mit meiner Leistung. Naja, gut. Ich wäre in der Mitte. Ich wäre mir besser als die meisten anderen. Gut, das war's für diese Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst mir noch ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Nope.